Moin Leute und hallo zu Watten Barbecue. Ihr seht mich hier mit einem, Weihnachtsgeschenk. Soweit sind wir noch nicht. Wir sind ja im Hochsommer, auch wenn wir das hier im Norden wieder mal nicht merken. Bei uns ist der Regen eingezogen und deswegen, ich glaube sogar, dass ich das schon mal gesagt habe, zieht ein neues Grillgerät rein. Wir holen uns nämlich den Sommer hier rüber nach Norddeutschland. Und zwar geht es um dieses Gerät. Wie ihr seht, hier steht was von 13 Zoll und hier steht was von Ofen. Ihr seht eine Pizza und was seht ihr noch? Elektrik. Also ein elektrischer Pizzaofen der Firma Kotze. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, mit uns zusammen elektrisch zu kotzen, dann bleibt ihr einfach dran. Nach dem Intro packen wir aus und stellen vor. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Spaß beiseite. Kotze nochmal für diejenigen, ich weiß nicht, wie oft schon erklärt, aber Kotze ist das italienische Wort für Muschel. Und dieser Ofen sieht ja aus wie eine Muschel und daher hat er seinen Namen. Hat man wahrscheinlich nicht dran gedacht, dass das in Deutschland etwas anders heißt oder eine andere Bedeutung hat. Okay, jetzt soll es aber wieder zu dem Kotze himself gehen. Ihr seht ja den großen Gasofen, den haben wir ja viel in Gebrauch. Kotze 17 Zoll, wie gesagt, gasbetrieben und hier Kotze 13 Zoll, elektrobetrieben. Dickes Kabel, hier habt ihr das endlich auch mal ein bisschen länger, nicht nur so eine 30 cm Geschichte, sondern ich weiß nicht, wie lang das Kabel ist, ich könnte jetzt nachgucken, aber ich denke mal so ein Meter 20,50 Meter wird es wohl haben. Ich würde sagen, ihr geht einmal rum und dann geht's los mit dem Einbrennen. So, zack, da sind wir wieder. Jetzt haben wir ihn ein bisschen gedreht, damit ihr einmal den Blick habt hier vorne. Das nehmen wir aber jetzt erstmal raus. Das ist das Hitzeschild, was wir zwischen den Pizzen immer wieder reinstellen können, damit uns die Wärme aus dem Innenraum nicht gleich flöten geht. Wie gesagt, brauchen wir jetzt zum Einbrennen nicht. Und einmal hier den Temperaturregler mit einer Digitalanzeige sehen wir gleich. Auch weißt du was, machen wir jetzt. Einmal zack, Power. Jetzt haben wir hier die Striche, drücken da einmal drauf, dann geht es los mit 100 Grad. Wir wollen zum Einbrennen mal ganz dahin gehen, bis es nicht mehr weitergeht. Oh, da sind wir bei 450 Grad und dahin heizt er jetzt. Das Blinken hört gleich auf und zeigt die aktuelle Temperatur, nämlich 50 Grad. Jetzt warten wir mal, bis wir ganz oben sind. Wenn wir da sind, dann warte ich noch eine halbe Stunde, dann sollten alle Industrierückstände, Öle, die verwandt worden sind, abgebrannt sein. Ja, und dann geht's ans Testen, würde ich sagen. Wir warten, bis der Pizzaofen bei 450 Grad angekommen ist. Mal sehen, wie lange das dauert. Wir tippen mal auf die Uhr.
10 Minuten später seht ihr die 450 Grad auf dem Display. Und ich habe hier schon mal angefasst. Also hier würde ich meine Hand nicht mehr drauflegen. Ich prüfe mal eben, ja, es sind 86 Grad hier außen. Also da muss man wirklich nichts drauflegen. Da braucht man sich auch nicht anlehnen. Was haben wir hier? Hier haben wir 70. Hier vorne wird es wahrscheinlich noch mehr sein. Ja, hier sind schon 125, weil hier auch die Wärme hochsteigt. Das kann man auch gut merken. Hier ganz am Anfang, ja, 200. Da kommt, weil die Wärme da schon rauskommt. So, jetzt gehen wir mal nach innen. Ganz vorne an am Pizzastein. Da sind wir bei 270 Grad. Und ganz hinten sind wir tatsächlich bei 330 Grad. Und ganz hinten am Schott sind wir bei 400 Grad. Ja, also der Pizzastein ist jetzt schon super gut vorgeheizt. Wahrscheinlich braucht man diese 450 Grad auch gar nicht. Aber ich möchte jetzt ganz gerne, dass der Ofen die Rückstände verliert und die verbrennt. Deswegen warten wir jetzt locker 20 Minuten, dass alles verbrannt ist. Es riecht hier auch ziemlich verbrannt. Also man merkt, das ist die erste Inbetriebnahme. Das ist ja immer so. Und ja, anschließend würde ich sagen, probieren wir uns doch einfach mal mit einer Pizza aus. Denn das ist ja genau das, was uns interessiert. Wie wird die Pizza da drin? Jo, alles klar. Ich bastel mir mal eine Pizza, belege die schön und dann geht es hier gleich in den Kotze. In den Kotze Elektrik. Bin gespannt. Bisher, super Sache. Total einfach, kein Gas, Stecker in der Wand, fertig. Nicht schlecht. So, hier haben wir jetzt eine schöne Pizza gemacht. Tomatensoße, Fior di Latte, Käse, Champignons und leckere Salami. Ich nehme mal hier den Hitzeschild zum Aufheizen. Übrigens, nicht auf eine brennbare Unterlage legen, wenn ihr den da rausnehmt, ne, dann verbrennt ihr was. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt kommt die nämlich hier rein. So. Schauen wir mal. Also riechen tut es jetzt schon. Natürlich ist der Stein jetzt auch knallerheiß. Ich habe auch nicht lange Zeit wahrscheinlich. Der Stein mit 300 Grad oder was der jetzt auch immer hat, da wird es natürlich schnell kross und schnell schwarz unter der Pizza. So, halbe Minute drin. Mal schauen, ob wir schon was sehen. Oh ja, dampft schon. Es ist auch schon drehbar. Und noch mal rein. Seht ihr mich? Ja. Riecht auf jeden Fall schon mal nach Italiener hier drin und nach Pizza. Aber ich finde, man kann jetzt schon sehen, es haut hin. Ne? Aber ich war auch von dem 17er schon sehr beeindruckt. Auch den 13er, den hatte ich vorher. Der 17er ist eben halt ein bisschen höher vom Einfüllen. Allerdings gibt es diesen elektronischen natürlich auch in, oder elektrischen, auch in 17 Zoll, aber für eine Pizza denke ich mir, gucken wir uns mal den Boden an, oh, der kann sogar noch, da können wir sogar noch ein bisschen brauner darf sie noch, dann sind wir soweit. Ich fürchte, dann müssen wir probieren. Das kann ich aber gut ab. So Freunde, ich würde sagen, das ist sie, unsere Pizza. Legen wir das mal weg. Den machen wir aus. Brauchen wir nicht mehr. Das sieht lecker aus. So, jetzt hatte ich hier irgendwo ein Messer. Das ist jetzt nicht mehr da, aber meine Kamerafrau reicht mir die. Danke, Ute.
Und jetzt wird geschnitten. So. Das ist sie, unsere Pizza. Haha! Etwas. Jesus, die ist sogar heiß. Naja, backen halt, ne? So. Das kommt jetzt mal hier hin. Bisschen eng. Aber Platz ist ja in der kleinsten Hütte. So, dann probiere ich mal für euch. Pusten. Das ist auf jeden Fall ein schönes Stück Pizza. Fluffiger Rand. Mmh. Oh. Oh, ich lege die mal weg. Also, ein Fazit für euch. Leckere Pizza. Aus dem Kotze Elektro. Also ihr könnt dabei weggehen, ihr könnt ihn einfach stehen lassen, ihr braucht keine Angst haben, dass die Gasbuddel mal leer ist, es sei denn, ihr habt bei eurem Energieversorger zu wenig Geld bezahlt. Kann ja heutzutage auch vorkommen. Aber Elektropizza geht auch mit dem Kotze. Und das mit dem Kotzen, das hat sich nicht bewahrheitet, denn die schmeckt hervorragend. Und? Kross ist der Boden auch. Also. Kann man machen. Test bestanden, Kotze Elektrik, 13 Zoll. Von mir gibt es einen sauberen Daumen nach oben. Und was ich gut finde, ist die Einstellbarkeit des Ofens. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man eine angetaute Pizza 180 Grad und dann gleich reinlegen und mit der Pizza vielleicht aufheizen. Das sollte tatsächlich funktionieren, denn vorgebacken sind ja Fertigpizzen. Ich will euch jetzt nicht sagen, ihr sollt jetzt Fertigpizzen machen. Das ist definitiv die bessere Variante. Das ist hier jetzt zum Beispiel ein 24-Stunden-Teig. Habe ich schon mal gezeigt. Da blende ich euch mal ein. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr euch sowas anschaffen wollt, der packt es allemal und der ist richtig gut. Der wird definitiv des Öfteren bei uns in Betrieb sein. Auch wenn er da ist. Eine Calzone, wie gesagt, da ist es nur die Höhe, aber auch der 17er wird die gleichen Maße haben, habe ich noch gar nicht geguckt. Wie gesagt, es musste hier alles ganz schnell gehen, weil ich den gekriegt habe und dann muss ich das Video auch machen, weil der richtig klasse ist und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß schon länger, dass es den gibt und ich habe ein bisschen drauf warten müssen. Aber es waren viele andere Termine, die Kotze und mit Milako zusammen eben halt wahrnehmen musste. Und da ist man dann eben als YouTuber etwas hinten dran. Macht aber nichts, ist jetzt gemacht worden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr Feedback gebt, wenn ihr euch dafür entschieden habt, vielleicht den elektronisch zu nutzen. Und was ihr so für Pizzen zaubert, auch das würde mich interessieren. Denkt an den Daumen, denkt an die Glocke und denkt vielleicht sogar an das Abo. Ja, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt Wattenbarbecue, Grillen an der Küste, mehr Grillen geht nicht. Bis dann. Und jetzt wird Pizza gegessen. Italienischer Abend. Hm. Wenn noch Gäste kommen, machen wir den zweiten auch noch an. Ist egal. Auf jeden Fall lecker. Tschüss.